Check, da sind wir wieder. Und wir sind jetzt beim Auswandern hier live und so. Und heute ist was passiert. Ne? Heute ist was passiert, wo wir auswandern wollten. Also, das geht alles, aber irgend so ein Spinner hat sich vor den Zug geworfen. Und noch nicht mal ein ICE, also ein langsamer Zug. Also, deswegen war das da alles so verteilt und die mussten das langsam wegmachen, was weiß ich. Auf jeden Fall wurden wir so dumm umgeleitet. Sollten wir erst eine Nacht in Paris verbringen? Wollten wir nicht. Weil wir das am nächsten Tag dann machen, aber ja, wir sollten erst eine Nacht da verbringen und da hieß es, die Hotels können einen vielleicht gar nicht nehmen. Wegen diese Deutsche Bahn ersetzt das, Hotelaufenthalt, bla bla, weil man eine Verspätung hat. Und ja, die haben uns jetzt hier in Kehl, sind wir. Straßburg, Grenze, Frankreich. Ich weiß jetzt nicht, welche Seite. Geografie mangelhaft. Keine Ahnung, ich weiß nicht, ich glaube. Kehl ist Baden-Württemberg, Es fast müsste schräg Nordwest. ein bisschen oben. Nee. Nordwestlich. Nordwestlich müssten wir jetzt sein. Ja. Ja, Nee, nordwestlich ja müssen wir doch. jetzt, ja klar, nordwestlich müssen wir jetzt sein. Ein bisschen habe ich auch Ja, Ahnung, genau. so ein bisschen. Und man sieht das hier, der Mann hat uns gefragt, unten an der Rezeption, hat er gefragt, was für ein Zimmer? Er sagt, Antik, ne? Dies, das, ich mag Antik, sie mag auch Antik, wir haben ein antikes Zimmer genommen und man sieht das hier. Ja, wirklich sehr schönes Hotel, ohne Scheiß. Also ich finde es wirklich gut, ohne Witz, das ist wirklich ein cooles Hotel. Was machst du? Soll ich da drüben ziehen? Ach so, den Schrank, ja, ach so, Deswegen du, muss ich so. Nein, ach so, weil du nur im BH hier rumläufst, ja, sie läuft nur im BH hier rum, aber die kriege ich schon gleich drauf. Boah, komm mal ins Bild, du, ja, ich lass das doch, da ist aber eine Kamerascheu, ja, man sieht das hier, der Spiegel, man sieht auch dieses wunderschöne Porträt von diesem Mann mit der Glatze in dem Spiegel, da müssten wir einen Aufpreis bezahlen, beziehungsweise die Deutsche Bahn, das ist cool antik, dieser Mann, oh, da wäre ich beinahe, ne, ich hab dich nicht drauf, kann ich jetzt? Ah, da ist die kleine Maus, da war sie, ja. Also gerade hier live beim Auswandern, dicke Action. Heute, der erste schon, kein Bock mehr gehabt, wo wir auswandern, er hat das gehört, springt vor Zug. Für uns ein gutes Zeichen, umsonst Hotelaufenthalt und so, ne? Und ja, morgen Paris umsonst, einen ganzen Tag. Marcel, du würdest dich echt freuen und war richtig cool, wie wir uns verabschiedet haben, Alter. Ich habe noch zwei Stationen geweint, Alter, ohne Witz. Zwei Stationen sind mir noch die Tränen geflossen, aber nicht so, sondern einfach die sind nur gelaufen. Und ich habe dich auch gesehen, du standst noch da, Mann. Cool. Ich fand's cool, auch mit dem Bild und so. Finde ich cool, dass du das echt korrekt so, auf jeden Fall. Und grüß mal so, wie du kannst, die ganzen anderen Leute. Und wir wollten nur mal kurz einen Einblick zeigen und dies und das, weil das wird ja ein Tagebuch zum Auswandern, das gehört ja auch mit dazu ein bisschen. Und wir haben ganz vergessen, warte, ich gehe über dich drüber. Man sieht das, schöner antiker Schrank. Ja? Schönes antikes Bett mit Chaos drauf. Weil wir ein bisschen umdisponieren, ein bisschen umpacken. Und ja, man sieht hier, also man sieht hier, die Leute sind hier viel weiter. Ja, man sieht diesen riesen HD-Fernseher, ja. Das ist der Hammer, ja. Also Marcel, da drauf PlayStation, Splitscreen zu viert. Alter, ein Traum. Hundertprozentig bin ich mir sicher, werden wir noch machen. Irgendwann mal. Und wir gehen mal hier, sehen wir schöne Deko auch. Wie gesagt, für mich ist es das erste Mal in einem Hotel in meinem ganzen Leben. Ich war noch nie im Hotel. Ich kenne das nicht. Ich kenne das wirklich nicht so. Meine Eltern haben immer so Ferienhäuser genommen, dies, das. Ich selber bin auch nicht so Hotelfan. Man sieht hier das Badezimmer, ja. Sehr sauber. Ja. Ich denke mal, der Hotelbesitzer freut sich, dass er bei Facebook sein Hotel bald hat. Ein bisschen Werbung. Dieser Name von dem Hotel kommt natürlich auch noch. Man sieht das sehr schön. Wir nähern uns Frankreich. Man sieht das. Wer diese Verzierungen an den Fliesen sieht, der merkt ein bisschen wie in den Ferienhäusern auf der Insel. Also wir sind nicht mehr weit von der Insel. Wir kommen dahin, wir schaffen das, alles geht klar. Ja, und wie gesagt, das ist die Dusche halt noch hier und was da alles heute Abend ablaufen wird und was in diesem Bett alles heute Abend ablaufen wird, das werdet ihr sowieso nicht wissen. Ich glaube, das wollt ihr auch gar nicht. Das wollt ihr auch gar nicht wissen, ja eben, weil sie sonst alle nachmachen. Und so, aber ist cool. Cool auf jeden Fall und das war mal so ein kleiner Eindruck hier vom Hotel in Kehl, also live aus Kehl, hier dicke Action, Alter. Laufen keine Leute rum, ne? Unten mit Hose in den Socken wie Bushido, so Bushido-Fan und so ein Scheiß gibt's hier nicht. Also wir merken richtig, die Leute grüßen alle. Und die Luft. Man merkt richtig, man nähert sich dieser Insel. Ein Traum. Und ich könnte mir so durchdrehen, 5 Stunden reden und deswegen machen wir jetzt das Video zu Ende. Wie gesagt, wir haben das hier mal kurz gezeigt. Kleines Hotel, kleines Zimmer. Klein, aber oho. Wie gesagt, zum Poppen reicht, zum Schlafen reicht und
Ja, wir melden uns dann mal wieder. Wir gehen gleich noch hier durch die Stadt, machen die Stadt ein bisschen unsicher, gucken, was hier abgeht. Und ja, dann melden wir uns mal wieder. Macht's mal gut. Ciao, ciao.